sind hier in der Alleestraße, im Zentgrund, und hier herrscht seit 12.30 Uhr Ausnahmezustand. Ein Hochwasser, wie ich das in 57 Jahren hier noch nicht erlebt habe, im Zentgrund vom Zentral aufwärts runter, wie eine Flutwalze runtergekommen. Innerhalb einer halben Stunde war alles überflutet. Stelzenbachstraße, alle Querverbindungen, Hubstraße, auch über Heinersdorf sind alle Querverbindungen nicht mehr möglich. Wir können ja bloß über Adelsdorf zwischen Norden und Süden pendeln. Die ganze Stromversorgung ist zusammengebrochen, weil unsere Übergabestation am Trafohaus unter Wasser steht. Auch das hat es noch nie gegeben. Wir sind jetzt mit, ich schätze mal, 150, 200 Einsatzkräften dran, Straßen zu sperren, Keller auszupumpen, zu retten, was zu retten ist, bauen jetzt sukzessive dezentrale Stromversorgungen auf, zum Beispiel an der Norma, zum Beispiel am Rewe, zum Beispiel in der Ortsmitte und in ausgewählten Objekten, damit man einfach dort, wo viel Kühlung notwendig ist, dass wir dort bevorzugt erstmal wieder mit Strom versorgen werden, aber sicherlich in den nächsten Stunden noch in weiten Bereichen des Ortes Einschränkungen in der Stromversorgung haben. Dafür bitte ich um Verständnis, aber so ein Ereignis war in der Form noch nie da.